Hey ho und herzlich willkommen hier mal wieder am Rande des Waldes. Ich habe gerade überlegt, ob ich vor deinen Augen dein Essen wegesse. Ja, ja, typisch Sido-Verschnitt. Ja. So. Ich mach mal hier Feuerfeinde. Das springt da unschuldig runter. Vielmehr. Hier, das, diese Melodie, die hat mich gerade an so ein ganz altes Spiel erinnert. Das war so ein altes Spiel für das Super Nintendo. Gott. Ich weiß jetzt nur gerade den Namen nicht. Das war wie so ein hier Parksimulator, weißt du? So ein Vergnügungsparksimulator. So ähnlich. Parks oder so. M-Park. Oder, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Kann man hier schreiben. So ein Vergnügungspark halt, ne? Das genau so Theme Park. Das war geil damals, ey. Das war auch so cartoonmäßig gestaltet eigentlich. Ja, ja, genau sowas, so ähnlich. So, ich gehe jetzt in die Hauptbasis von den Typen. Ach so, du bist Kommst du mit? Warte. Wie sich das anhört. Wenn du mal mit dem Katana einfach mal so ein bisschen die Dinger wegklopst. Meine Axt gerade noch ausgerüstet, weil die dann brennen kann. Hier ist noch was umgefallen. Stell ich mal wieder auf. Und immer noch keine Häschen hier drin. Der Lenny muss alleine bleiben, das finde ich nicht okay. Na, wo bist du? Ach, da drüben. Weiter. Ist die ausgelöst? Nee. Vorsicht! Boah. War geplant. Mehr Glück als Verstand. Nein. War geplant. Hast du mir nicht zugehört? Ich muss auch das Katana in die Hand nehmen. Katana! Warte, kann man ein brennendes Katana machen? Nein! Sag mal, Leute, was stimmt denn mit euch nicht? Katana! So, dieses rosa Ding da hinten war die Hauptbasis von denen. Stimmt. Irgendwie da. Bambi! Alter! Das arme Bambi. Hast du Bambi gemacht? Das arme. Nee, das ist weggelaufen. Aber wie sich das angehört hat, Alter. Oh, ist das. Da. Vorsicht, ich hab was gehört. Hier sind Pfeile. Ich habe was gehört. Hier ist so Bombenband. Geil. Bombenband? Ja, waren wir hier schon mal? Das sieht irgendwie anders aus, finde ich. Ja, okay, an die Leiche kann ich mich erinnern. Duct Tape. Und vor allen Dingen hier ist auch noch neben dem eigentlich ein Lagerfeuer, ein Lagerfeuer. Oh, das ist eine Hase gewesen. Erstmal Pilze essen. Hier sind überall Pfeile drin. Bei mir. Ja, ich kann nicht mehr tragen. Ich habe schon 50 Pfeile. So, aber ich baue mir jetzt mal schnell eine Bombe. Ich habe nämlich keine mehr. Ich habe auch keinen Alkohol, dann hat sich das erledigt. Warte. Nein. 1, 2. Kombinieren. Ausrüsten. Wollen wir mal eine Flasche haben? Danke, Alkohol. Guck mal in die Flasche, wie spät das ist. Guck mal in die für was? Kennst du den Werner-Spruch nicht? Ich guck mal in die Flasche, wie spät das ist. Ja, jetzt ist es soweit. Ich bin so ein Mensch, ich mag Werner nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin ein ganz schlimmer Mensch, ich weiß. Dislike.
Aber ich mag South Park zum Beispiel auch nicht. Aber das ist ja meine okay. Zuschauer schon. South Park. Manche Folgen kann man sich geben, andere, da denke ich mir so, nee, danke. Wir haben in Religion öfters mal South Park geguckt. Aber irgendwann. In Religion? Ja, also irgendwann ist das halt auch echt nervig, ne, so. Wo wart ihr? Gibt's bestimmt Fische im Teich. Hm? Fische, hallo? Warte, Fische? Warte. Ich sehe deinen Namen nicht. Ach, da. Fische! Ah, hab ich. Nein! Hast du noch Sprengstoff, Dynamit oder so dabei? Ja. Dann, schmeiß mal rein. Gib in den Teich. Ja, es gibt einen Steam-Erfolg, wenn du irgendwie Fische mit Dynamit. Meinst du, es explodiert im Wasser? Wow! Gott. Ups. Hast du was bekommen? Nö. Na, lol. Ich hatte eigentlich mal mir die Steam-Erfolge. Oh. Hallöchen, meine Freunde! Na, stell dich an den Baum und schlag auf dich ein. Ich mag Katanas, ich mag Katanas. Lalalala, Katana. Na? Guck mal, ich hab einen Leute von euch. Bist du? Ja. Ich bin noch beim Teich. Oh, da ist noch einer. Ja, moin, Digga. Ah, jetzt der Mann. Einer ist gut. Ich kann gleich schon wieder neue Rüstung machen. Du kannst ganz schön hochspringen. Du solltest ein normaler Mensch werden und Hochspringer oder so im Olympia werden. Wollen wir mal eben Lagerfeuer machen? Ja, ich wollte es gerade mal hier bauen. Ich behalte den Typen so lange auf dem Arm. So eins reicht ja. Oh, warte, wir können ja noch Arme gebrauchen. Dann hack ich dir mal die Arme ab. Warte, wir können ja noch Arme gebrauchen. Wie sich das anhört, so. Ja. Vor allem, das sieht aus. Okay, jetzt nicht mehr. Eben sah es aus, als wäre die eine. Wird die eine Leiche einfach der anderen so das Gesicht wegdrücken, so. Weg da. Mein Feuer. Ich will nichts sagen. Da. Wir haben ja den Teich in die Luft gesprengt, aber die Fische leben noch. GG, Fische. Vor allen Dingen auch der halbe Baum da ist, ganze Baum ist erstmal umgekippt. Ja, ich bin auch umgekippt. Oh, ich brauche neue Knochen, das hat voll meine Knochenrüstung zerstört. Jo. Ernsthaft. Oh. Fußball! Irgendwie brennt da jemand, habe ich gehört. Ach, wirklich? Ich habe gehört, dass ich gerade einen Vogel erwischt habe mit einem Katana. Ja, geil. Das Katana ist aber vollblutig. Mal so ganz doof gesagt, ne? Ich habe auch einen Vogel erwischt. Hast du also auch einen Vogel? Ja, das sowieso. So, ich gehe jetzt weiter. Ja, ja. Lass mich nie allein. Allein, allein. You are not alone. Guck dich nur um. Bald bekommst du Besuch. Du musst... Oh, Asthmatiker.
wenn du diese ganzen komischen Dinger hier, Sträucher und so wegrasierst mit den Katana, kriegst du Blätter, ne? Ich weiß, ich hab schon 1800 irgendwas Blätter. Asthmatiker? Juhu, yeah. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Einfach so. Ich will hier rüber, ich will hier rüber. Guck mal, seht ihr, wie groß das macht? Moment. Zack. Zack. Ah, abgerutscht. Ist zu nass. Da kommt er angeflogen. Du springst einfach und fliegst damit erstmal 4 Meter. Muss mal das die linke Maustaste gedrückt halten, wenn du Katana in der Hand hältst. Mega Katana. Oh. Das lilane ist doch nicht das von dem. Stimmt, das ist das der Cockpit. Der Cockpit. Der Brad Pitt. Du hast mich hier runtergesprungen. Haha. Ja, was hatten wir dann von denen markiert? Ich glaube, die hatten eine besondere Farbe eigentlich. Ich glaube, kann das sein, dass das hellblau ist? Nein. Scheiß Caps Lock. Mathematiker hier. Wie schön wir aber beide gestöhnt haben. Da vorne ist so ein kleines Dorf von denen. Wir können ja mal gucken, ob es da Alkohol gibt. Oder ist es das links da? Weil da ist auch, glaube ich, so eine rosa Fahne mit. Bei mir sind hier links gar keine Fahnen. Obwohl wir da ja den Eingang markiert hatten, wo der Katana. Der Katana. Hier ist Totem. Ganz, ganz viele Totem. Da können wir wieder unseren Stoffvorrat auffüllen. Stoff und Schnaps. Und Stoff und Schnaps. Bein. Beine darfst du behalten. Hier sind Beine. Beine darfst du behalten. Ja, Beine können wir aber braten. Der hat Käsefüße, hallo? Ich will auch keine. Aber Beine braten. Was haben wir hier Schönes? Was hier kann man das Töpfchen? Was kann ich eigentlich damit machen jetzt? Den Benzin? Achso, das für die Rinnen. Ist das. Stimmt, die haben wir auch noch nicht, ne? Da war Alkohol drin. Für die sogenannte rassistische Kettensäge. Kennst du sie? Die rassistische Kettensäge? Ja. Nein. Naja, ich sag nur Rinnigenigenigenigen. Ach so. Und nein, das hab nicht ich mir ausgedacht, das habe ich mal über Facebook geschickt bekommen. Ja. Hast du denn noch eine zweite rosa Fahne, oder? Ich habe da hinten auch noch eine grüne und rosa Fahne an einem Punkt. Okay, dann gehen wir da mal hin. Das ist nämlich das, wo wir hin müssen. Weil bei mir gibt's die Fahnen nicht. Jetzt wird mir die grüne da unten angezeigt. Wow. Und hast du vielleicht die Sichtweite nicht mehr so... Weißt du? Dass eventuell irgendwas sichtweitemäßig bei dir eingestellt ist, dass er... die erst ab einer bestimmten Entfernung eventuell sichtbar sind. Ich habe ja nichts umgestellt eigentlich. Warte mal kurz. Ich werde verfolgt. Ah. Leg dich mit der Frau mit dem Katana an. Das ist eine echt Bombenidee, mein Freund. Nein.
Ich habe das Gefühl, es gab irgendwie mal ein Update oder so, weil das ein bisschen anders aussieht. Hier steckt ein Pfeil im Baum. Ja, da war ich. Jo, mein Freund. Oh shit. Du machst shit. Meine Rüstung kaputt. Ihr macht mir aber Damage. So, der ist schon mal tot. Gott, oh Gott. Bin gleich tot. Ja. Nixer, du wirfst mir hier nicht. Vorsicht! Die Drecksau wirft nämlich mit. Er hat doch nicht im Kreis, ihr Arschgeigen. Okay, ich glaube, der ist. Jupp, der ist tot. Nein! Falsche Taste. Stimmt er mit euch nicht? Die haben Jan Hegenberg gehört. Dana ran im Kreis. Hab ihn getroffen, er brennt. Ah. Wisst ihr was? Noch ein Molotow-Cocktail oder so? Der ist richtig gut ins Feuer gerannt. Du bist ein Lappen, ein Lappen. Warte. Der rennt so. Ach, schade. Halten die jetzt mehr aus oder so? Irgendwie habe ich auch das Oh, shit. Medizin? Please? Ich habe das Gefühl, die macht so mehr Schaden. So. Ja, ja. Ich habe seinen Hintern getroffen. Er ist umgefallen. Put. Warum hat der kein Asthma? Ich finde das nicht okay. Ja. Alter, der hält aber auch ordentlich was aus. So, ich baue erstmal ein Lagerfeuer. Ich brauche nämlich neue Rüstung, dank den Arschgeigen hier. So viel zu, wir gehen mal eben zum Dorf. So. Hier liegt noch einer. Damit die es ja auch sehen. Oh, durch. So, wo versteckt er sich denn durch? Ich hab doch gerade noch ein Lurch gesehen. Finde ich echt uncool von Lurch. So, warte. Erstmal schön was zu futtern mit drauf geschmissen. So auf den Leichen. Der Hase, bleib doch mal stehen. LOL, der Lurch. Jetzt tot. Oh. Erstmal den Lurch looten. Warte mal. Es können nicht mehr Knochen getragen werden. Doch. Warte. Wenn schon nicht mehr Knochen, ne, tragen kannst. Die Loot-Party hier, ey. Nein, mir fehlen zwei Knochen. Nein. Egal, erstmal die Blätterrüstung hier anlegen. Eins. Und
Dann resten wir den auffüllen. Zack. Kann man nicht eine Holzrüstung machen oder so? Blaues verbesserter Stock. Dann brenne ich doch mal den Lurch. Oh, hier sind schon. Ach nee, hier sind keine Fische. Ich bin mal so frei. Hast du noch 4 Stöcker? Ja. Ist dann mein Lurch fertig? Hä? Pfeile? Warum kann ich... normale Pfeile. Komisch. Nicht essen, das sind die Beine. Käsefuß. Mann, ich habe die extra da draufgelegt, damit die Knochen fallen lassen. Das machen die, so wie ich gesehen habe, nur die Torsos. Echt? So. Benne. Wir können schlafen. Na dann, gute Nacht im fröhlichen Wald. Zerfällt gleich. Sehr realistisch. Ja. Eine sehr realistische Art. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach weiter. In die Richtung. Oder? Ja, in die Richtung. Jetzt werden mir die auch angezeigt. Sag ich doch. Ich habe ein paar Ringelblümchen. Ganzen Blümchen mitnehmen, die hier rumstehen. Damit sich neuen Energy Mix machen kann. Oh, ich habe ganz doll Hunger, warte mal. Hier sind Pilze. Ja, wahrscheinlich für mich nicht ganz so gesund. Das weiß ich nicht. Doch. Oder? Nee, die Vorsicht, da ist einer. Einer mit einem roten Kreuz. Der ist vom Roten Kreuz. Der benimmt sich aber nicht so. Da rennen noch mehr. Lange bis der hier. Ich habe aber da noch mehr rennen sehen. Wollen wir einfach in deren Hauptbasis jetzt rennen und dann dort die ganzen Leute verbrennen? Moin! Ach, wir sind hier ja schon gleich, Mensch. Das war daneben gesprungen, mein Freund. Ach so, scheiße. Ja, falsche Richtung gelaufen. Ja. Und sollte auch in die richtige Richtung rennen. Das Gebrüll kommt von dir, ne? Ja. Gut. Okay. Ach, da. Du lässt sie in Ruhe, mein Freund. Hä? Sonst gibt's Akupunktur nach Katana-Art. Wo sind denn die Leute hier? So. Das ist schon mal. Ich bin grau. Solltest du nicht tun. Da kommt einer, Vorsicht. Ja. Der ist so heilig, der brennt sogar beim Sterben. Ja.
Ich baue erstmal ein Lagerfeuer ganz schnell. Bau mal so ein Dauerlagerfeuer hier hin. Was habe ich denn da? Also. Noch zwei Steine? Bestimmt hast du noch zwei Steine. Wo hast du es denn hingebaut? Hier. Hä? Ah, da. Ob es provokativ ist, wenn wir eine Basis in deren Basis bauen? Och, Quatsch. Der hat aber auch seinen Spaß hier im Tennis gehabt. Ja, ne? Hä? Ich glaube auch. Hier sind noch ein paar Dings bei mir. Von diesen Leuchtfackeln. Ja, ich habe hier noch Dynamit. The Dynamite? Ich habe hier Dosen. Ja. Dosen haben wir sowieso extrem viele. Guck mal, der hängt aber auch gut ab, ne? Ja, ne? Die Wirbelsäule guckt hier noch so schön raus. Mhm. Der hängt hier am geilsten ab, finde ich. Alter, der hat ja ein richtiges Sixpack hier. Oh. Der ist schick. Den mag ich auch. Nicht Stoff. Das geil. Koffer. Alkohol. Den Alkohol geklaut. Nein. Hat's mal aufhören, mich zu schlagen, bitte. Schoko. Da waren Batterien drin. Ja. Warte. Oh, da hinten ist einer. Wo? Wuff. Da. Hm? Ach, der da. Ich trigger ihn und blocke ihn. Und du machst ihn von hinten fertig, ja? So machen wir das, komm. Hallo. Warte, ich mache auch das Feuer aus, dann bin ich nicht bedrohlich, guck mal. Das ist auch ein Plan. Hey. Wo habe ich denn den Bogen? Hier habe ich den Bogen. Habe ich gesagt, du darfst dich wieder aufstehen? Hab ich gesagt, du darfst dich wieder aufstehen? Das war korrekt. Vollkommen korrekt, Dutsch. Ach, wir sind ja auch gleich schon wieder am Ende der Folge. Ja, das geht recht schnell. Ja. Aber dafür haben wir ja schön viel Stoff. Aber jetzt könnte ich mal ein Alkohollager gebrauchen. Der hatte ja mal wohl ganz sehr viel Spaß mit Tennisbällen. Wer sein Bauch voller Tennisbälle ist, ist der. Hm. Sehr und schön. Und einen Mund. Und einen Mund. Ich wollte jetzt erst sagen Maul, aber das ist ja nicht freundlich. Das darf man ja nicht sagen, sonst fühlen sich ja die Einwohner beleidigt hier. Gerade die toten Einwohner. Kommst du dann mal kurz oder so irgendwie zurück? Ich wollte den Lurch schnell erledigen. Aber der Lurch möchte das nicht. Ich habe hier zwei erlegt jetzt gerade. Ich habe jetzt hier auch einen. Zack. Und fupp. Erstmal den Pfeil wieder mitnehmen. So. Wo bist du denn? Ach da. Ich bin hier.
Aber ich wollte zum Feuer und mir die Knochen holen, weil ich Rüstung. Das sind Stühle! Ich will mich draufsetzen. Wäre nächste. Vorsicht! Hot on fire und so. Hier links ist irgendwo eine. Ja, das habe ich auch gerade gehört. Meiner. Ja, nimm den erstmal mit. Meiner. So, das Feuer hatten wir hier irgendwo. Hier bei mir. Wir haben hier zwei Lagerfeuer übrigens. Okay. Ja, ich würde aber trotzdem erstmal die Folge beenden wollen. Ja, bevor jetzt die nächsten kommen. Ja. Ich werde ein guter Plan. Und dementsprechend, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und ja, schaut auch mal bei der bärtigen Lady vorbei. Oh yeah. Und mein Bart, ja, lass mich. Ja, Kronk-Verschnitt. Und dann bis zum nächsten Mal.